Das sind Sachen, da freut man sich natürlich immer drüber. Die darf man jetzt trotzdem nicht überbewerten. Selber, manchmal wird man gut benotet von irgendwelchen Leuten, mal auch ein bisschen kritischer. Aber am Ende des Tages freut man sich natürlich über so Sachen, klar. Tore sind immer gut. War auch schön, dass wir früh in Führung gegangen sind. Trotzdem wäre für uns natürlich schöner gewesen, wenn wir das Ding schon in der ersten Halbzeit zugemacht hätten mit einem 3-0, vielleicht sogar einem 4-0, was drin gewesen wäre. So wurde es halt noch mal spannend leider, aber am Ende bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Trotzdem sind wir gefordert in Osnabrück, alles von unserer Seite, alles Körperliche abzurufen, von der ersten Sekunde an auch wieder voll auf Sendung zu sein, mit Mut nach vorne zu spielen, aber auch sauber, diszipliniert zu verteidigen und dann eben solche Leichtsinnsfehler oder Arroganzanfälle, wie ich es genannt habe, auch tunlichst zu vermeiden, weil es war absolut nicht der Zeitpunkt dafür. Spielerische, technische Kabinettstückchen zu zeigen. Wenn man sowas in der 85. Minute mal macht, beim Stand von 3-0, ja, gehe ich noch mit, aber beim Stand von 2-0, wo überhaupt noch nichts entschieden ist und wo der Gegner dann auch wieder zurückkommen kann, was er auch gemacht hat, war das etwas unpassend. Dass wir auf jeden Fall fit sind, sieht man. Dass wir selbstbewusst sind, dass wir Tore schießen, viele Tore schießen. Wir müssen versuchen, ein bisschen weniger zu kassieren jetzt noch. Wir sind jetzt mehrere Spiele ungeschlagen, haben jetzt viele Punkte geholt. Und daran wollen wir anknüpfen. Und wir wollen aber auch diese defensive Stabilität wieder erreichen und den Gegner so wenig wie möglich Möglichkeiten bieten, unser Tor zu belagern. Wir kennen die ja noch aus der dritten Liga. War für mich mein erstes Drittliga-Jahr, war eh schon aufregend. Dann schlechten Saisonstart gehabt, dann auf einmal die Wende, Aufstieg in die zweite Liga, dann eine richtig gute Hinrunde in der zweiten Liga. Waren jetzt schon, obwohl es gerade mal vielleicht 2 Jahre waren, war schon einiges dabei, aber macht sehr, sehr viel Spaß hier. Gerade wenn Osnabrück zu Hause spielt, da brennt natürlich immer der Baum. Die haben jetzt einen Sieg geholt gegen Hamburg sogar. Und das hochverdient. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können und hab der Mannschaft auch gesagt, was sie da erwarten wird. Das wird ein richtig enges, ein richtig schwieriges Spiel für uns auf jeden Fall. Wir fahren schon in diesen Hexenkessel auch mit einem gewissen Respekt, aber auch mit sehr viel Selbstvertrauen, weil wir auch gesehen haben, dass die Entwicklung unsererseits in dieser Saison, auch im spielerischen Bereich, mit dem wir ja, in der letzten Runde, in der Rückrunde schon angefangen haben, da auch ein bisschen was umzuarbeiten und weiter dran zu arbeiten, dass das erste Früchte trägt und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Eine Mannschaft voller Herzblut, Leidenschaft, großen Willen und auch mit riesengroßem Engagement Spiele zu gewinnen. Hexenkessel, das kennen wir aber auch von uns. In jedem Spiel treiben unsere Fans uns immer nach vorne und gerade, glaube ich, in so Spielen, wenn man dann auswärts spielt, in so Stadien wie in Osnabrück jetzt, ich glaube, da kann das schon sehr, sehr gut tun und haben Lust auf mehr.